Perfekte Perfekt. Überleitung, ja. Ja. In vielen Schöpfungsmythen wird davon geredet, dass am Anfang auch ein Klang da war oder ein Wort wie in der Bibel. Das ist ein Motiv, die zieht sich durch viele Mythen. Und vor 2.500 Jahren durch Pythagoras wurde das auf eine zum ersten Mal rationale Ebene gestellt. Pythagoras glaubte fest an eine höhere Ordnung der Planetenbahnen und prägte den Begriff der Sphärenharmonie. Dieser Gedanke zog sich durch das Altertum und durch das Mittelalter, bis dann vor 400 Jahren Johannes Kepler das auf eine ganz neue Stufe gestellt hat. Im Jahre 1618 veröffentlichte der Astronom Johannes Kepler sein bedeutendes Werk Harmonices Mundi, die Weltharmonik. Auf den Spuren von Pythagoras beschrieb Kepler eine einheitliche Gesetzmäßigkeit des Universums. Ich fühle mich von einer unaussprechlichen Verzückung ergriffen, ob des göttlichen Schauspiels, der himmlischen Harmonie. Denn wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister, der Ordnung und regelgemäß an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Mit Computermodellen können wir heute berechnen, dass Keplers Vorstellung von einer harmonischen Ordnung in unserem Sonnensystem nicht nur schöne Träumerei war. Die Planeten unseres Sonnensystems bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Dabei passiert jeder Planet einen sonnenfernsten und einen sonnennächsten Punkt. Gravitationskräfte bewirken, dass die Planeten diese beiden Punkte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durchlaufen. Die Überraschung ergibt sich, wenn man diese Geschwindigkeiten der Planeten miteinander in Bezug setzt. 13 von 18 möglichen Proportionen stimmen signifikant mit denen musikalischer Intervalle überein. Offenbart sich hier die Musik der Schöpfung? Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke und so weiter. Also für Goethe und auch in verschiedenen anderen Stellen seiner Dichtung klingt dieses Thema immer wieder an, genauso wie es in der Dichtung eigentlich auch nie verloren gegangen ist. Mit einer eigens entwickelten Software erforscht Hartmut Warm die musikalische Harmonie des Universums. Dabei konnte er Gesetzmäßigkeiten sichtbar machen, die offenbar einer höheren Ordnung entspringen. Geometrische Konfigurationen, die sich ergeben, wenn man die Bewegung der Planeten über längere Zeiträume in Beziehung setzt. Sowas sieht man am besten dann bildhaft. Das ist schwer mit Worten zu erklären. In seinem Modell setzt Hartmut Warm unter anderem die Umlaufbahnen von Planeten zueinander in Beziehung. Dabei erzeugt das Programm in regelmäßigen Abständen und über lange Zeiträume hinweg eine Linie zwischen zwei Planeten. In diesem Beispiel zwischen Erde und Venus. Zunächst erscheint die Anordnung der Linien wenig bedeutsam, doch nach Ablauf von 8 Erdenjahren erschließt sich daraus ein klares Muster. Bei dem Tanz umeinander formen Erde und Venus einen Fünfstern. Doch die beiden tanzen nicht allein. Markiert man alle 8 Jahre die Position des Mars, also immer dann, wenn sich ein voller Fünfstern zwischen Erde und Venus gebildet hat, zeigt sich, beide Planetensysteme stehen zueinander im Verhältnis von 5:4. Ich meine, man kann natürlich heute nicht mehr naiv sagen, das hat der liebe Gott so gemacht. Aber letztendlich kann man es vielleicht schlauer formulieren. Vielleicht ist der Unterschied aber gar nicht so groß.
Schon Kepler stellte sich den Aufbau unseres Sonnensystems wie ineinander geschachtelte platonische Körper vor, die zueinander in ganz bestimmten Proportionen stehen. Auch die Forschungen von Hartmut Warm weisen darauf hin, dass sich die Planeten in unserem Sonnensystem nach harmonischen Gesetzmäßigkeiten anordnen. Die Bewegungen von Jupiter und Uranus strukturieren sich im Laufe der Zeit nach der Ordnungsstruktur 6. Sie bilden ein Hexagramm. Man sieht hier jetzt zum Beispiel, dass sich jetzt ein zweiter Sechsstern formt, der sich gegenüber dem ersten etwas verschiebt. Also es ist eben so, dass nichts genau so stattfindet wie vorher. Und jetzt werden wir einen dritten Planeten dazu nehmen, und zwar den Mars. Und jetzt wird bei Mars-Jupiter-Konjunktion immer eine Raumgerade zwischen Jupiter und Uranus gezeichnet. Also je weiter wir nach außen kommen, desto langsamer sind die Bewegungen der Planeten und desto größer werden die Zeiträume, damit es zu einer Figurenbildung kommt. Was wir jetzt sehen, das wird sich nach ungefähr erst 1000 Jahren zeigen, was da eigentlich verborgen drin liegt. Die auf diese Weise sichtbar gemachten Ordnungsstrukturen scheinen wiederum in höhere Ordnungsstrukturen eingebettet zu sein. Lässt man diese Simulation von Jupiter und Uranus noch einige Jahrhunderte weiterlaufen, zeichnet sich verblüffenderweise der gleiche Fünfstern ab, der auch die Bewegungsmuster von Erde und Venus strukturiert. Erstaunlich, denn keiner dieser beiden Planeten ist an der Entstehung dieser Sphärensignatur beteiligt. Ich gehe einfach davon aus, dass es im Kosmos etwas Schöpferisches gibt. Ne? Etwas Schöpferisches, was mehr ist als bloßes Naturgesetz und als bloßer Zufall. Übergeordnete Ordnungsstrukturen aufzuspüren, die nicht räumlich zu sehen sind, sondern erst raumzeitlich, das, denke ich, kann zu Entdeckungen führen, auch im Rahmen der Astronomie, also die über das Planetensystem dann natürlich weit hinausgeht.